Quinten muss aus dem Äther raus. Und wieder ausreden. Quinten! Quinten! Sieh mich an! Er lebt noch. Es ist nicht zu spät. Ich hol dich heraus. Willkommen zurück unter den Lebenden. Was ist mit Kielbrück? Vollständig überflutet mit Äther. Verstehe. Jetzt ist alles vorbei. Mein Weg zur Vergeltung, ein Pfad der Verwüstung. Du hast viel durchgemacht, Quinten. Du brauchst jetzt vor allem Ruhe. Warum? Mein Leben hat seinen Sinn verloren. Was bleibt, ist nichts als Leere. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Was redest du für einen Unsinn? Was ist denn mit uns? Warum hast du uns befreit? Wir wissen, dass wir mehr für dich sind als bloße Werkzeuge für deine Rache. Ich hatte Angst um dich, Quinten. Ich bin so froh, dass du lebst. Ich habe für dich gebetet. Bestimmt hat das geholfen. Wird jetzt wieder alles wie vorher? Können wir wieder mit dir zusammenleben? Dein Lebenswerk ist noch nicht vollbracht, Quinten. Wir sind dir gefolgt, weil wir dir vertraut haben. Und das tun wir noch immer. Kielbrück magst du verloren haben. Nicht aber deine Kameraden. Sie verlassen sich noch immer auf dich. Aber warum? Sie müssen verrückt sein. Warum sollte mir noch jemand vertrauen? Weil wir eine Familie sind. Familie? Ja. Und so haben das auch die anderen gesehen, die dir gefolgt sind. Kielbrück war mehr als nur eine Siedlung. Es war eine Gemeinschaft. Richtig. Und solange wir einander haben, bleibt das auch so. Wir fangen von vorn an und bauen ein neues Kielbrück. Hier, auf diesen Hügeln. Ein Neuanfang. Ein altes Leben endet, doch ein neues beginnt. Warum sollten wir nur eine Siedlung bauen? Warum nicht gleich eine Stadt? Uns hält nichts auf. Das ist der Anführer, den wir kennen. Nein, ich bin niemandes Anführer. Ich bin einer von euch. Schließlich sind wir eine Familie, oder nicht? Danke, dass du diese Leute aufnehmen wolltest. Aber wie du gehört hast, bleibt meine Familie hier, mit mir. Das freut mich zu hören. Allerdings hast du eine Belohnung für deinen Einsatz verdient. Du hast mich zweimal gerettet, wenn nicht noch öfter. Zu etwas gutem Wein würde ich nicht Nein sagen. Die Bitte erfülle ich dir gern. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Jahrgang der bislang beste werden wird. Du musst dich nur noch ein wenig gedulden. Darauf warte ich gern. Eieiei. Da haben wir den zukünftigen neuen Imperator. Bild des Gehängten. Ah, das ist wieder zu betrachten. Anrat? Ne, habe ich nicht mehr. So. Danko, ey, ich habe gedacht, der zieht da richtig mal in die Schlacht und... Was liegen da? Hier Leute? Oh. Darum mich alleine hinschicken können. Das hätte selbst Torgel hingekriegt. Ja, mal wirklich. Ja.
Nächste Nebenquest. Wieso hast du hier Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Egal. So. Wenn das funktionieren soll, unsere guten Freunde, die Luis, ja? Ja, super. Wir müssen diese Gelegenheit... Clive, du kommst wie gerufen. Wie der Zufall es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Ich bin einfach überall. Ist in einem besonders schlimmen Zustand. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren oder die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Natürlich bleibt keiner lange frei. Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Das bedeutet, dass sie verkaufen wollen. Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwertkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen, mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen, ja? Ich werd's versuchen. Das Dorf liegt in Sherdras Zirn, hinter der Letni-Kluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Wünsch mir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Heilchen um die Freiheit. Sag mal, Eis, bist du noch da? Oder bist du geplatzt? Oder versucht er gerade wirklich mit dem Papierflieger rückwärts durch den Hula-Hoop-Reifen zu fliegen? Ich bin doch nicht dabei, ich wollte es aufnehmen. Okay, dahin porten. Näher dran. Naja, da ist sogar noch ein Weg, wo wir noch nicht waren. Hier sowieso. Okidi-dokili. GSG Clive. Die Frage, ist das unten oder oben? Aus wie unten. Muss ich hier lang? Jedenfalls zu einer Haus, das ist nach unten. Goblins! Sehr gut gemacht, Alter. Stufe erhöht! Yay! 40! Das beim nächsten Mal kann ich sie dann mit dem Drachen aufnehmen. Dann ist das so wie bei Atlas. So 10 Level dazwischen. Ich glaube auch, Eis ist nicht mehr da. Nicht, dass der damit zusammengebrochen ist oder so. Und das wird's auch wieder. Ja, kommt alle her, kommt alle her. Ja, Hundis. Bett. Ja.
Dum, 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 dum. Ja, oh, ein Pizzi. Reinigen wir hier. Wo ist Orgol? Schnapp sie die alle. Boah, jetzt gibt's auch schon wieder blöden Vögel. Jetzt haben sie mal ein bisschen mehr auf. Bist du runtergekommen, ne? Autsch! Wer dir denn erlaubt, mich zu beißen? Bisschen erlebt. Oh, ich habe jetzt 3261 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich könnte mal so ein bisschen was aufwerten. Ich glaube, das war der letzte. Das klar. Moment. Ich will nämlich erstmal meine Schwinge aufwerten. Meine Feuerschwinge. Ah, 4000 brauche ich dafür. 5000. Den könnte ich jetzt einmal aufwerten. Wäre er genauso stark wie alle anderen. Nee, ich will erstmal meine Dings aufwerten. Lebensjahr. Lass uns zurück nach Boklad. Echt? Jetzt schon wieder zurück? Nur die hier platt machen und dann Tschüssikowski oder was? Gut. Reisen wir zurück. Zurück. Da. Warum schickt sie nicht hier Sunny Boy? Was ist los, Theodor? Still. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Er wieder. Du kennst ihn? Ja. Und, nein. Doch genug von ihm. Wie lief es unten in Kaschlok? Erledigt. Das Dorf ist nun sicher. Du hast das schnell geregelt. Wie immer. Ich werde Eloise Bescheid geben. Lass dich nicht aufhalten. Clive, sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das gibt nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Er steht auf Eloise. Da. Eloise, ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Danke, Clive. Hier, das ist für deine Mühen. Also gut, den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch? Richtig. Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Heer geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt, ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem, danke, Clive. Reichen um die Freiheit.
So. Dann haben wir doch eigentlich jetzt jegliche Art von Nebenmission jetzt erledigt, ne? Ah, Clive. Du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit L gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Und sie expandieren. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen? Immer. Danke, Clive. Also gut, dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger siedeln sich nicht alleine um. Das ist eine Aufgabe für die rote Karawane. Ich sehe, dadurch wird das Problem auch nicht weggehen. Du verlässt dich dann nicht mehr auf ihre Hilfe, sondern auf meine Hilfe. Typ. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. So, ich habe hier jetzt neue Punkte. Ich will mal gucken, ob ich hier noch im Versteck schnell die Punkte einkassieren kann. Also die Erlöse. Da noch was kriege. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zu sagen. Teufelskreis, ja, richtig, Diosku. Ja. Oh, Nektar. Gibt es wieder neue Feinde? Der schwarze Mann. In Kübeck. Sandbreck. Ja. Ist aber auch nur ein B. Der hier, ey. Meine nächsten zwei Feinde sind definitiv schon gesichert. Miserie! Willkommen beim stillen Stifter. Ich darf doch bestimmt was für die bekommen, ne? Das haben wir für dich bekommen, Sid. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. So, okay, hier haben wir ein Lied. Bitteschön. Der Sinn des Lebens. Solange ich denken kann, habe ich mich nur um mich selbst geschert. Habe der Welt den Rücken gekehrt für eine Handvoll Tant und eine volle Gilbörse. Aber was nützt mir jetzt das noch? Es ist schier unmöglich, sich die Freude im Herzen zu bewahren, wenn in allen anderen keine mehr wohnt. Es muss sich etwas ändern und wenn ich nicht den Anfang mache, wer dann? Ein einsamer Lieferant. Dann kommt Dante und haut ihm einen auf die Nase. Ja, warum nicht? So, ein Geschenk. Anbei findest du einen höchst bemerkenswerten Gegenstand, für den ich weder Dank noch Bezahlung erwarte. Warum muss ich denn hier diese komischen Punkte machen? Sieh ihn als Erinnerung daran, wem deine Loyalität gebührt. Ein Schmuggler. Nur für dich. Alles Mann des Erwachens. Komm bald wieder, dann habe ich... Alles Mann des Erwachens. So, was machst du denn hier? Verlängert die Dauer des Effekts von Löwenherztunika um 30 Sekunden. Wow. Wenn ich das Zeug so häufig benutze. Wow. Vielleicht mehr. Hat jetzt gerade richtig rausgehauen, du. Wow. Der Drache, gegen den ich gekämpft habe, ist der stärkste.
Der gerade mal 12 oder 11 Level höher war, den ich bis zur Hälfte runtergeklatscht habe, ist der stärkste. Die Mütter steht uns bei. Oh. So dumm, dass es jetzt nur noch eine gibt. Gibt's da nicht einen stärkeren?